Okay, wir haben alles aktiviert. Wir müssen es jetzt noch einleiten. Sicherheitsabstand. Okay, wir müssen jetzt nur noch auf ein Knöpfchen drücken und dann das Spektakel und das Nest uns angucken. Reinigungssequenz einleiten. Hä? Perch? Perch. Ich werde jetzt das Nest beseitigen. Halten Sie sich gut fest. Na dann, holla die Waldfee. Hoffen wir mal, dass das reicht. Alter! Wow, wow, wow! Verdammtes Alien! Boah, wie viele? Also, wie viele? 2, 3, 4. Oh, fuck! 5, 6, 7. Ah! Da sind immer noch welche auf der Station. Mist, es tut mir leid, Ricardo. Kommen Sie einfach zum Marshall-Büro zurück, Rip. Bitte. Okay, ich weiß nicht, ich habe glaube ich 7 oder 6 gezählt. Immerhin gibt es jetzt scheinbar kein Nest mehr. Und hoffentlich keine Eier. Und umso besser hoffentlich keine Königin. Bisschen erfolglos war das jetzt gerade. Halt, Rip. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Aliens? Wirklich? Sie müssen zur Krankenstation, sofort. Die Reaktorsäuberung. Sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück. Beleuchtung, Transit, vielleicht sogar die Funkverbindungen. Das ist unsere Gelegenheit. Sie müssen gehen. Sofort. Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich gehe runter zu Communications. Passen Sie auf sich auf, hätte ich das noch gesagt. Aber wir haben ja schon gesehen, oh, wir brauchen jetzt unbedingt Flammenwerferöl. Wir haben ja schon gesehen, was uns erwartet. Ein bisschen. Ich glaube, hier sind wir jetzt noch. Ist alles noch gut? Elektroschockerladung. Wir haben gesehen, was passiert. Wir waren ja schon mal in der Krankenstation, genau, das wollte ich sagen. Da waren ja wieder Menschen drin, ne? Der Flammenwerfer war unser guter Freund. Ein sehr guter Freund sogar. Kam von hier, ne? Ja, kam von da. Deswegen gucken wir jetzt hier uns nochmal um. Ladungspack gucken, was wir noch bauen können. Ja, ich würde jetzt irgendwie lieber wieder eine Rohrbombe bauen, weil die auch gegen, an Androiden hilft, die sich so schon eingewickelt haben. Ansonsten können wir nichts Großartiges basteln oder bauen. Brauchen wir auch nichts momentan. Ionenschneider können wir es benutzen. Puh. Das war auf jeden Fall vor allem die letzte Folge. Die war sehr actiongeladen. Da rutscht einem das Herz in die Hose und wieder zurück. Und wieder auch in die Hose und wieder zurück. Ist schon nicht ohne gewesen, auf jeden Fall. So, Bindemittel. Jetzt könnten wir da quasi wieder runterfahren und so weiter und so fort. Das wollen wir aber gar nicht. Eigentlich wollte ich noch gucken, ob wir hier irgendwas noch mitnehmen können. Aber wahrscheinlich nicht. Wir bräuchten jetzt wieder Sprengkapseln. Dann können wir auch hier ein bisschen so frei rumlaufen. Jetzt so wieder zurück runter ins Nest, ne? Das wär's ja.
Spiel speichern. Nochmal durchatmen. Umschauen. Ich gehe nochmal da runter. Gucken, ob ich da auch alles mitgenommen habe auf der Seite. Nee, seht ihr, da war ich noch gar nicht drin. Oder war ich da schon mal drin? Ich weiß es nicht. Ich gehe auf jeden Fall nochmal rein und schaue mich um. Sicher, sicher. Ja, hier ist ein Ausweis. Ist hier noch irgendwas auf den Armaturen? Ah, ja, hier. Sensor, Leuchtfackel. Nehmen wir beides mit. Wir haben ja ein paar Leuchtfackeln diesmal tatsächlich benutzt. Sprengkapseln, sehr gut. Da oben noch. Flammenwerferöl. Oh, ich bin so dankbar über jedes bisschen Flammenwerferöl, was wir gerade kriegen. Um wieder auf die 500 wenigstens hochzukommen. Wir sind noch nicht mal bei 300, aber wenigstens haben wir jetzt schon mal mehr als die Hälfte. So, eine Rohrbombe bauen wir. Die hat uns doch was gebracht. Die hat uns schon ein paar Mal den Hintern gerettet. Vor allem, wenn mehrere Gegner auf einen zukommen. Auch wenn ich glaube, dass sie teilweise irgendwie... Keine Ahnung. Äußerst entschuldigen sie sich. Das ist nicht genug. Und das leuchtet, obwohl da nichts mehr drin ist. So, wen haben wir jetzt eingesammelt? Das wüsste ich noch gerne. Ja, wir haben eine Reihe voll. B. Ransom, da ist er. Die Ratte. Vermisste Personen. Und diese ganzen vermissten Personen sind Alien. Embryo-Wirte. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal 1, 2, 3, 4, 5. 50 Leute. 50 verdammte Aliens müssten hier rumlaufen, quasi. Und, ja, vielleicht gibt es sogar noch mehr. Ich weiß es nicht. Jetzt können wir uns dann nochmal in Ruhe umschauen. Gehen Sie zur Maschinenraumtransstation. Ja, hier liegt noch ein bisschen was rum. Bolzenschießer. Der ist ganz cool, der Bolzenschießer. Auf jeden Fall super gegen Androiden. Die brauchen ja dann nur einen Schuss und der ist weg. Unser Harold-Freund. Staubsauger-Roboter. Man hört ja immer wieder, dass Oculus Rift gerade, also, dass das ja natürlich das neue VR-Erlebnis sein wird. Und ich kann mir einen Titel besonders gut dafür vorstellen. Und das ist dieser hier. Alien Isolation in Oculus Rift. Da kriegst du so die Flatter. Ich glaube, du wirst überhaupt nicht mehr irgendwo hingehen. Niemals. Nie wieder. So. Gehen Sie zur Maschinenraum-Transstation. Gehen Sie zur Crystal-Krankenstation. Wo geht's denn hier hin? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. San... nee. Simi. Lorenz. Solomon. Service offline. Ach ja, genau. Der müsste es eigentlich sein, weil das der Cymat-Turm ist. Das heißt, da müsste es eigentlich hingehen. Ich finde, hier ist es wahrscheinlich sogar auch noch momentan gerade am ruhigsten. Obwohl hier die Aliens gerade losgerobbt sind. Ist die Frage, ob vorhin natürlich... Wahrscheinlich war vorhin doch nur ein einziges Alien oben. Aber warum war ein Alien oben und die anderen waren alle unten? Das ist doch mal eine Frage, die ich mir so nicht... die ich mir nicht so schnell beantworten kann. 7 oder 6 Aliens, glaube ich, habe ich gezählt. Vielleicht waren es mehr, vielleicht waren es weniger. Wahrscheinlich waren es mehr. Aber die Leute kamen ja scheinbar hier nicht mehr mit einem Alien klar. Wobei, wahrscheinlich waren es doch mehrere. Den nehmen wir. Gehen Sie zu Sevastopol. Schalter umgelegt. Sevastopol. Cymat-Turm. Da müssen wir hin. Wie gesagt, Cristobal, da ist irgendwas, da sollen wir hin. Ich weiß nicht, was genau gemeint ist, aber wir haben ja beim letzten Mal, als wir da waren, haben wir ja gesehen, dass da welche waren. Und ich glaube, es geht darum, um diesen Transporter für Medizinversorgung. Da gab es so einen Frachter. Und ich glaube, den wollen wahrscheinlich die Leute von, hieß der Sinclair? Oder so? Weiß ich gerade nicht mehr. Die Leute von dem, weil den gibt's ja noch, scheinbar. Ransom ist, ich nehme jetzt mal an, tot. Und das, man hat auch gesehen, Ransom ist so ein schmieriger kleiner Brillentyp gewesen. Ich bin in der Krankenstation. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht?
Ich bin hier, aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäuberung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt! Warum haben Sie mich dann hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anisidora. Marlow hat es geschafft, die Autopiloten-Codes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen... Entschuldigung? Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanz-Anlegestation. Es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. Okay, mal gucken, ob unser, Plan B überhaupt irgendwas bringt. Zur Transitzentrale, da waren wir scheinbar drin. Jetzt können wir aber endlich da rein und wahrscheinlich auch da rein. Obwohl, nee, wir haben ja dieses Gerät nicht. Das wird wahrscheinlich sowieso gleich wieder angezeigt, Gerät unzugenügend. Kommen wir überhaupt jemals hierher? Verdammter Scheiß. Wie gesagt, da waren wir ja schon drin. Noch ist es ruhig. Ich höre keine Aliens. Oder dergleichen. Verdammt, wir brauchen dieses Gerät. Und so wie ich mich kenne, habe ich das bestimmt verpasst. Mann. So, wo müssen wir jetzt hin? Geradeaus. Na, dachte ich mir schon. Ich frag mich, wann der Punkt kommt, wo wir überall... Eigentlich könnten wir ja jetzt schon überall hin, quasi. Wir waren ja auch schon hier. Gab's, glaube ich, aber nichts mehr. Es sei denn, hier sind noch ein paar Vorräte. Das kann natürlich sein. Schrott. Hm. Taschenrechner können wir nicht mitnehmen. Ja, Flammenwerferöl. Auf jeden Fall. Ist auch die Frage, ob hier nach einer Zeit auch einfach wieder ein paar neue Sachen liegen. So quasi nach Kapitel. Ach, das war der Typ, der hier so Fernsehen geschaut hat. Tolles Programm übrigens. So, mehr können wir jetzt auch hier nicht nehmen. Ach stimmt, hier war auch so ein Dingens... Wie heißt das denn? Ein Audiolog war hier drin, genau. Das war ein alienhaftes Geräusch. Hoi. Back to San Cristobal. Das wird sicherlich nicht so begeisterungsfähig, dort zu sein. Also, da sind auf jeden Fall Plünderer, Räuber, Sinclairs Leute, was auch immer. Marlow ist ja auch auf freiem Fuß mit Taylor. Marlow will natürlich einfach nur abhauen. Der hat kein Bock wahrscheinlich auf gar nichts. Das ist der Einzige, der uns jetzt gerade hier wegbringen könnte. Und Verlaine vielleicht auch noch. Ich weiß nicht, ob sie da draußen immer noch ist. Aber wir müssen verdammt nochmal aufpassen, dass wir hier keine Sachen mitnehmen. Ich sehe hier einen Start auf meinem Terminal. Marlow hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Finden Sie einen Shuttle in der San Cristobal? Irgendwas? Revolver-Munition, da konnten wir letztes Mal nicht hin. Jetzt können wir es. Deswegen sind wir ja gerade hier hingegangen. Research Laboratory. Mal schauen, was wir hier researchen können. Aber man merkt es, wenn man den Flammenwerfer oft benutzt, dann ist das Vieh ziemlich widerstandsfähiger und ignoranter, aggressiver. Ignoranter natürlich. Was? Oh, puh. Boah, ich sehe gar nichts. Die Frage ist gerade, ob das explosives Gas hier ist oder nicht. Ich hoffe nicht.
Oh, ein Nostromo. Hört sich an, als ob der Systemcheck gut verlaufen ist. Einige Schächte müssen noch umgeleitet werden, aber wie mir mehrfach mitgeteilt wurde, tut es nicht viel, das wir unternehmen können, während sich die Nostromo noch in der Luft befindet. Parker wedelt schon mit dem Papierkram, aber Ripley hört nicht auf, ihm einen von der Sekundärladeeinheit zu erzählen. Ich halte mich vorerst da raus, die wissen schon, was sie tun. Dallas, Captain der Nostromo, Ende. Mann, das ist die Stimme von Shepard wieder gewesen. Nicht von dem eigentlichen Captain der Nostromo. Muss mal kurz gucken, da war jetzt nichts mehr drin. Hohoho. Dadurch, dass es hier so scheiße dunkel gerade war. Ich komme mir vor wie ein bisschen bei I'm Legend. Der ist ja auch so rumgelaufen, hat immer nur ganz kurz die Taschenlampe angemacht, beziehungsweise hat er seine Hand davor gehalten. Natürlich, damit man ihn da nicht so sehen kann. Das ist hier immer noch so fröhlich vor sich rum. Du hast dir wirklich was angerichtet. Ja, und uns fast über den Jordan gejagt damit. Ich glaube, da können wir auch nichts holen, oder? Ist verschlossen. 6 Aliens. Mindestens. Mindestens 6 Aliens tanzen uns auf der Nase hier herum. Weißt du, das letzte Mal, als ich hier war, bin ich hier einfach reingerannt und dachte, hoch, ja, hier ist ja niemand. Und dann waren da irgendwelche schießwütigen Mistkerle. Da kann man speichern. In der Sicherheit. Finden Sie ein Shuttle in der San Cristobal Anlagestation? Anlagestation, ja, da kann man Geld anlegen. Deswegen ist es auch die Anlagestation. Der hat nichts. Ich habe gerade eine Kamera gehört, kann das sein? So eine Rasterkamera. Noch ist es ruhig. Gerade eine Dose runtergefallen. Nee, danke. Steck's dir, Androide. Okay, das Zwischen hat mir ganz und gar nicht gefallen, aber wenigstens konnten wir uns hier noch schnell unter den Tisch verstecken, unter die Barre legen. Das ist bestimmt ganz schön angepisst. Was? Nein, 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 ich wollte doch nur speichern. Kern. Mist. Mist, 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 Mist. Ich hoffe, es gibt hier ein paar Autosave-Dinger. Ich wollte eigentlich nur schnell raus, speichern. Dann hat mich der Androide gesehen. Dann dachte ich mir, okay, ist so ruhig hier. Da kann ich sicherlich irgendwo was machen. Jetzt muss ich das hier nochmal tun. Ich sehe einen Starter auf meinem Terminal. Marlo hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Dann müssen wir uns ein bisschen ruhiger verhalten. Dann wird alles gut. Aber ein Terminal sind eben nicht zwei Terminals, deswegen können wir da sicherlich noch was machen. Ein bisschen beeilen hier. Wenn man sich das anguckt, sieht es auch gar nicht gefährlich aus, ne?
wegen so Schadstoff und so. Zack, und alles ist voll damit. Leicht übertrieben. Hört sich an, dass der Systemcheck gut verlaufen ist. Einige Schächte müssen noch umgeleitet werden, aber wie mir mehrfach mitgeteilt wurde, gibt es nicht viel, so, das wir unternehmen können, während sich die Nostromo noch in der Luft befindet. Parker wedelt schon mit dem Papierkram, aber Ripley hört nicht auf, ihm einen von der Sekundärladeeinheit zu erzählen. Ich halte mich vorerst da raus, die wissen schon, was sie tun. Dallas, Captain der Nostromo, Ende. Waits hat dir wirklich was angerichtet. So. Uff. Verdammt, ey, das habe ich überhaupt nicht, das Vieh gehört. Sorry, da habe ich jetzt überhaupt echt gar nicht drauf geachtet. Ja, ist ja gut, du hast 6 Finger, ist ja schön. Da war ich gerade zu sehr mit dem Lock beschäftigt. Und Captain Dallas. Start auf meinem Terminal. Marlow hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. So, jetzt müssen wir doch mehr darauf achten. Beim ersten Mal hatten wir scheinbar noch Glück, dass uns auch wirklich niemand gehört hat oder gesehen hat. Okay. Hört sich an, als ob der Systemcheck gut verlaufen ist. Ist es ruhig? Einige Schächte müssen noch umgeleitet werden, aber wie mir mehrfach mitgeteilt wurde, gibt es nicht viel, das wir unternehmen können, während sich die Nostromo noch in der Luft befindet. Parker wedelt schon mit dem Papierkram, aber Ripley hört nicht auf, ihm einen von der Sekundärladeeinheit zu erzählen. Ich halte mich vorerst da raus, die wissen schon, was sie tun. Dallas, Captain der Nostromo, Ende. Jetzt rennen wir eben nicht mehr. Okay. Dann müssen wir das ein bisschen auf die schleichende Tour machen. Ist das Vieh, dass die Viecher jetzt auch so schlau geworden sind oder hinterhältig, dass sie unter die Dinger gucken, oder ist das echt mies? Die sind wahrscheinlich wahnsinnig aggro jetzt drauf, weil wir das Nest zerstört haben. Klar, Familienplanung für den Arsch. Schade, dass das Vieh halt nicht abgehauen ist. Bitte nicht. Fix Air Conditioner. Geh weg. Es ist fast so, als ob sie hier hingehen müssten. Okay. Ein bisschen das ist sicher nur ein Missverständnis. Luft angehalten.
Einmal würde ich gerne ein paar Kämpfe Androide gegen Alien hier sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das eigentlich schon richtig gab. So ein Kampf. Aber bis jetzt wurden immer alle Aliens, Androiden von entweder, okay, dem Mutter-Alien, aber das zählt nicht, getötet. Oder von Menschen. Glaube ich. Oder sagen wir mal ziemlich großen Aliens. So ein Menschen-Alien, glaube ich, war noch gar nicht. Glaube ich. Bin mir aber selber nicht so sicher. Security Deck. So, endlich. Endlich mal Sicherheitsspeichern machen. Das ist gut. Zacki. Raus. So, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Wir könnten uns jetzt hier in der Personalkombüse und so ein bisschen umschauen. Darauf haben wir aber allerdings keine Lust, weil wir dahin gehen wollen. Das werden wir auch jetzt tun. In der, was heißt jetzt? In der nächsten Folge werden wir das tun. Und mal gucken, ob für uns überhaupt noch Hilfe da gibt, es noch Hilfe gibt oder nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt dann da los. Beim nächsten Mal. Bye, bye.